Für viele Anfänger sicherlich sehr verwirrend. Ich möchte diese Frage heute beantworten und sagen, was ein PIP ist. Ein PIP oder Price Interest Point ist nichts anderes als eine Nachkommastelle bei einem Währungspaar. Diese Bewegung der letzten Nachkommastelle des Währungspaares wollen wir uns hier im Beispiel einmal anschauen. Wir sehen den Wechselkurs von 1,2332. Dieser steigt nun auf 1,2334. Wer genau hinschaut, sieht, dass sich hier jetzt nur die letzte Nachkommastelle verändert hat, und zwar von 2 auf 4. Dementsprechend haben wir in diesem Beispiel 2 Pips Bewegung. Der eine oder andere wird jetzt sagen, okay, ich in meinem Handelsprogramm habe schon mal gesehen, dass ich noch eine fünfte Nachkommastelle habe. Ist jetzt nicht eigentlich diese fünfte Nachkommastelle ein Pip? Nein, die fünfte Nachkommastelle ist ein Punkt, ein Bruchteil eines Pips, Tick oder Pipet genannt. Das Ganze wurde nur eingeführt, um die Bewegung noch detaillierter zu beschreiben. Für die meisten, und so ist der Standard, gilt die vierte Nachkommastelle ist das, worauf wir achten. Die vierte Nachkommastelle ist der Pip. Was sagt jetzt ein Pip aus? Ein Pip kann als Maß des Profits angesehen werden. Das heißt, wenn Trader A 40 Pips zurücklegt bzw. erwirtschaftet und Trader B minus 25 Pips erwirtschaftet, also einen Verlust einfährt, dann können Leistungen verglichen werden. Würden wir sagen, Trader A gewinnt 1000 Euro, Trader B verliert 1000 Euro, dann muss das nicht letztendlich mit gleichen Pips erwirtschaftet worden sein. Das Ganze klingt erstmal verwirrend, werden wir gleich aber sehen, wenn wir auch noch ganz kurz über Positionsgrößen sprechen. Was wir uns merken müssen ist, dass, wie gerade schon erwähnt, meistens der Pip die vierte Nachkommastelle darstellt. Warum sage ich meistens? Weil es natürlich Ausnahmen gibt und das immer, wenn wir ein Währungspaar haben, wo wir Japanese Yen haben. Dann ist ein Pip die zweite Nachkommastelle. Aber auch das schauen wir uns jetzt gleich nochmal an. Die Frage ist, was ist ein Pip wert? Um diese Frage wirklich beantworten zu können, brauchen wir verschiedene Variablen. Dazu gehören hier links einmal aufgelistet die Größe des Pip, der Wechselkurs des Währungspaares und letztendlich die Positionsgröße. Wir können die Formel aufstellen, wir sehen, okay, im Zähler haben wir die Größe des Pip, wir dividieren das Ganze durch den Wechselkurs und letztendlich wird dieser Term dann mit der Positionsgröße multipliziert. Wir möchten ein einfaches Beispiel hier mal darstellen. Wir sehen, wir haben das Währungspaar US-Dollar, Japanese Yen. Wir wissen, okay, wenn wir Japanese Yen haben, ist die Größe des Pip die zweite Nachkommastelle, dementsprechend 0,01. Der Wechselkurs, den können wir einfach abrufen. Das sind in diesem Beispiel einfach mal 77,84. Die Positionsgröße, hier ein Standardlot, ist immer und dementsprechend hier auch farblich dargestellt in der Basis des Währungspaars. Das heißt, hier die Basis violett dargestellt ist US-Dollar. Dementsprechend ein Standardlot 100.000, Basis US-Dollar. Wir listen hier die Formel einmal auf, 0,01 dividiert durch 77,84, das Ganze dann multipliziert mit der Positionsgröße und wir können letztendlich sagen, ein Pip Bewegung stellen 12,83 US-Dollar dar. Wie sieht das Ganze jetzt aus, wenn wir ein anderes Währungspaar haben? Wir haben jetzt hier das Währungspaar, was sicherlich jeder kennt, Euro-US-Dollar. Die Basis in diesem Fall Euro. Das heißt, unten sehen wir es direkt, die Positionsgröße ist jetzt nicht bei einem Standardlot 100.000 US-Dollar. Nein, die Basis des Währungspaares, also das, was immer vorne steht, ist jetzt Euro, also 100.000 Euro.
Der Wechselkurs an sich, in diesem Beispiel 1,3078, die Größe des Pip, und wir erinnern uns, alles außer Japanese Yen war die vierte Nachkommastelle, deswegen auch hier 0,0001. Genau die gleiche Formel, dividiert, multipliziert mit 100.000, ergibt 7,6464 Euro pro Pip. Hätte ich jetzt mein Account in US-Dollar geführt und ich frage mich jetzt, wie kann ich diesen Wert des PIP umrechnen in US-Dollar? Das ist ganz einfach, alles dafür haben wir auf dieser Seite stehen. Wir müssen einfach den PIP-Wert mit dem letztendlichen Wechselkurs des Währungspaars multiplizieren und wie von Geisterhand kommen wir auf eine ganz glatte Zahl auf 10 US-Dollar. Für ein Standardlot. Das ist ziemlich einfach zu merken. Immer wenn wir US-Dollar hinten stehen haben, hat ein Standardlot 10 US-Dollar. Ich hoffe, dadurch wird jetzt erstmal klar, was ein PIP erstmal ist, welche unterschiedlichen Einflüsse es gibt und letztendlich können wir dann mit unterschiedlichen Positionsgrößen, die wir auch in nächsten weiteren Videos veranschaulichen werden, können wir unterschiedliche PIP-Werte erreichen und dementsprechend auch das Risiko beeinflussen. Solltest du noch Fragen haben, sollte ich noch irgendwas ein bisschen deutlicher erklären, nochmal anhand eines anderen Beispiels erklären, einfach hier in den Kommentaren schreiben. Ansonsten würden wir uns riesig freuen, wenn du uns einen Daumen gibst, wenn du unseren Kanal abonnierst und uns auch an deine Freunde weiterempfiehlst. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal und tschüss.